Seit etwas mehr als einem Monat ist Boris Pistorius Bundesverteidigungsminister. Viel Zeit, um sich in diesen wichtigen Job einzuarbeiten, hatte er nicht. Ja, das war im Januar ein echter Kaltstart. Noch immer ist er dabei, Antrittsbesuche zu machen. Heute bei der Marine und das hier bei uns im Land in Eckernförde. Und da wurde dem Minister einiges geboten. Gleich wird sie ihn kennenlernen, ihren neuen obersten Chef, Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Ja, ich bin schon aufgeregt. Sieht man noch nicht alle Tage hier. Und außerdem freue ich mich immer, mit dem Boot zu fahren. Ist auch nochmal eine ganz spannende Sache. Noch ist der hohe Besuch hier, auf dem Minenjagdboot Bad Bevensen. Das Schiff, 30 Jahre alt, Ersatz ist bisher nicht geplant. Veraltetes Material und zu wenig Schiffe. Probleme, die der neue Minister schnell angehen will. Ankunft auf der Fregatte Hessen. Seefest scheint er zu sein, auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Wir hatten früher Zeit für Beschaffung, weil es keine Bedrohungssituation gab. Diese Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Das heißt, alle Verfahren, die nicht notwendig sind, die vielleicht in der Gründlichkeit besondere Ansprüche erfüllen, von wem auch immer, die werden wir überprüfen und kürzen und damit der Vergangenheit angehören lassen, weil es jetzt darum geht, Geschwindigkeit und Sorgfalt zusammenzubringen. Von den 100 Milliarden Euro Sondervermögen ist bisher kaum etwas bei der Marine angekommen. Viel war versprochen worden, neue Schiffe, ein U-Boot, doch die Liste wurde zusammengestrichen. Ohne dass jetzt das Sonderprogramm auf den Kopf gestellt wird, aber es ist eben auch nicht in Stein gemeißelt. Wir haben noch einmal eine andere Situation und mit der will ich mich jetzt in Kürze sehr kurzfristig beschäftigen. Es ist Pistorius' erster Besuch bei der Marine und die zeigt, was sie kann. Die Fregatte Hessen wehrt Gefahren ab, aus der Luft und unter Wasser. Doch das wollen immer weniger machen. Natürlich wünsche ich mir von dem Bundesminister, dass er mir morgen das Schiff hier voll macht mit Personal, gerade als erster Offizier. Aber ich weiß auch, dass er es nicht schnitzen kann und wir einfach Opfer der Demografie sind. Deswegen nutzt für diese Chance und mehr machen, als sagen, dass das hier der Job meines Lebens ist. Werbung für die Marine kann ich nicht. Der Besuch des Ministers, minutengenau geplant. Der ist schon gelandet. Bleibt er auf der Baden-Württemberg stehen? Nee, der ist momentan noch airborne. Ihr neuer oberster Chef, er kommt gut an. Ich finde es unglaublich positiv, dass er so offen auf die Truppe zugeht, dass er bei der Truppe ist und so direkt und dynamisch kommuniziert. Das haben wir tatsächlich vorher nicht erlebt und das hat mich persönlich positiv überrascht und beeindruckt. Doch nun müssten auf die Worte des neuen Bundesverteidigungsministers auch Taten folgen. Und den Besuch des neuen Verteidigungsministers hat für uns heute auch Andreas Schmidt beobachtet. Und er hat uns am späten Nachmittag erzählt, wie die Marine versucht hat, auf ihre finanziellen Sorgen aufmerksam zu machen. Na, zum einen hat die Marine hier echt ein dickes Showprogramm aufgelegt. Wir haben es ja gerade eben schon gesehen. Hubschrauber, Superhelden, die sich daraus abseilen, Düsenjets, die über uns wegdonnern, U-Boote, Speedboote, also alles, was fahren kann, war hier irgendwie vertreten. Damit hat die Marine erstmal zeigen wollen, was sie kann, wenn alles funktioniert. Aber natürlich hat sie auch gezeigt, was sie im Moment nur noch mit Anstrengungen kann. Und da hat der Marineinspekteur den Minister mitgenommen auf die Bad Bevensen. Das ist ein Minenjagdboot. Die sind ja spezialisiert da drin, diese Boote, da drin auch unter Wasser zu untersuchen, was ist denn da bis zum Meeresgrund. Also eben auch, wie geht es den Seekabeln, sind Pipelines beschädigt, das ist ja im Moment sehr, sehr aktuell. Und die Minenjagdboote der deutschen Marine, die jüngsten davon, sind 30 Jahre alt und die Marine hätte natürlich ganz gerne neue. Und das haben sie dem Minister heute auch sehr deutlich gesagt. Aber Andreas, würde es denn reichen, wenn die Marine mehr Geld bekäme oder gibt es da auch noch weitere Probleme? Geld allein wird auf keinen Fall reichen. Da sind auch die Marineoffiziere ganz, ganz deutlich. Das eine ist das Geld, das andere ist eben die Tatsache, dass die Entscheidungswege nicht nur in der Marine, sondern in der Bundeswehr insgesamt so unendlich lang sind. Das heißt, wenn dann endlich mal eine Entscheidung gefallen ist, ein bestimmtes Rüstungsgut zu beschaffen tatsächlich, bis es dann da ist, das dauert wirklich sehr, sehr lang. Das heißt, jetzt hier dieses Problem, marodes Material einfach mit Geld zu bewerfen, das wird auf keinen Fall ausreichen. Also es gibt einiges zu tun. Welche Botschaft hatte Boris Pistorius denn heute bei seinem Besuch in Eckernförde?
Ich glaube, seine Botschaft war, dass er sich unbedingt kümmern will. Das hat er auch sehr deutlich gesagt. Dass er aber eben auch nicht alles, was in den letzten 30 Jahren, so hat er das formuliert, auf einmal lösen kann. Also er sagt, wenn jetzt 30 Jahre lang die Bundeswehr und auch die Marine kaputt gespart wird, dann kann er das nicht in einem Jahr regeln. Das hat er hier deutlich gesagt. Und ich habe den Eindruck, dass das bei den Soldaten auch angekommen ist. Ja, seine Vorgängerin Christine Lambrecht, die stand ja häufig in der Kritik. Wie ist der neue Verteidigungsminister denn heute bei der Marine angekommen? Naja, so ein bisschen ist das, er ist ja jetzt erst ein paar Wochen im Amt und so ein bisschen habe ich den Eindruck, ist das noch so Honeymoon, alle hoffen auf ihn, alle erwarten ganz viel von ihm und suchen natürlich auch nach positiven Botschaften, die von ihm ausgehen. Im Moment habe ich den Eindruck, jedenfalls aus den Gesprächen mit den Soldaten hier, dass er wirklich sehr gut angekommen ist, aber wenn es dann darum geht, all die Projekte, die er jetzt vorhat, auch umzusetzen, dann wird man sehen, wie schnell das geht und wie lange diese Begeisterung für ihn dann tatsächlich auch anhält. Danke für die Einschätzungen, Andrea Schmidt. Sehr gerne.